out of the tomb. Weißt du, ich habe da ein bisschen was auszusetzen an dem neuen Apartment. Zum Wäschewaschen braucht man Münzen und ich bin jetzt schon dabei, irgendwie zwanghaft verlorenes Kleingeld zu suchen. Dad, du solltest nicht selber Wäsche waschen. Ich schicke Sylvia rüber, die kann das für dich machen. Ja. Guten Tag. Hätten die Damen Lust auf ein Pröbchen der neuen pflanzenbasierten Hautpflegelinie von Canticle? Nein. Es sind Wunder in flüssiger Form. Wir wollen zum Brunch. Im Patio auf dem Dach. Dann müssen Sie jetzt über eine Stunde warten. Ich kann nicht noch eine Stunde warten. Augenblickchen. Ja? Ich probiere es gerne. Hier ist unser Stand. Warten Sie bei uns, bis die Brunchwaschauer vorbei ist. Ja, gut. Haben Sie Durst? Wir haben Gurkenwasser. Sie will es probieren, dann probieren wir es auch. Da ist Minze drin. Nur, dass du es weißt, wenn du in Zukunft viel Zeit in dieser Welt verbringen wirst, solltest du wissen, dass das Makeover umsonst ist. Aber sie erwarten von dir, dass du alles kaufst, was sie dir raufschmieren. Und jedes einzelne Teil kostet bestimmt $100. Ich will eins. Ich will ein Makeover. Wirklich? Ja. Ist das nicht gut? Ja, sehr gut. Ja, lecker. Sie haben wirklich Ihr ganzes Leben gelebt, ohne zu wissen, was Ihre T-Zone ist? Ja. Oh, Sie arme, unterprivilegierte Seele. Was machen Sie da drauf? Das ist der letzte Schliff. So, Augen aufmachen. Ach du meine Güte. Toll, hä? Taufrischeste Wangenknochen. Ja, das ist wirklich sehr taufrisch. Es sieht wunderbar aus. Sieh dir mal meine Augen. Es heißt Taufrische. Ja, ich sehe sie noch. Na, wie gefällt's Ihnen? Ich probiere noch ein bisschen mehr von dem Zeug. Den Puder und die Grundierung. Was müsste ich denn dafür hinlegen? Für die Grundierung $150. Ja, kann ich noch mehr davon haben? Sind Sie sicher, Sie wollen nicht etwas Farbiges probieren? Nein, keine Farbe. Nein, ich hätte gern das. Was ist das? Das ist das neue Puderprodukt, wirklich. Eine der Eckpfeiler unserer neuen Canticle-Linie. Wollen Sie den Puder? Ja. Und was kann ich für Ihre Augenbrauen tun? Überhaupt nichts. Ich finde, dass Sie... Nein, bitte. Danke. Was nimmst du denn davon alles? Tammy kommt heute Abend und ich will ihr unbedingt zeigen, wie heiß ich aussehe. Ihr Lesben seid gespenstisch. Die Schwellung sieht so viel besser aus, Schatz. Ach ja? Ja, die Peptide in dem Serum pfuschen nicht rum. Na, wie schön. Ich wusste nicht, dass da eine Schwellung ist. Na, dann muss ich das Serum ja wohl kaufen, oder? 30 Gramm oder 60 Gramm? Ein kleines. Sie nimmt ein kleines Fläschchen. Ja, ein Fläschchen. Ich würde meine Pflichten vernachlässigen, würde ich Ihnen nicht für das Serum einen exquisiten Toner als Basis empfehlen. Ja, gut, dann nehme ich... Ich sollte wohl viele Ihrer Produkte nehmen. Ja, sehr vernünftig. Gut, ich nehme sehr viele von Ihren Produkten. Was ist das? Also, wer von euch will auch Blaubeerpfannkuchen? Oh Mann. Och, endlich gibt's was zu essen, aber vorher muss ich noch Pipi. Oh ja, ich muss auch. Und ich auch. Dieses Gurkenwasser ist eine treibende Kraft. Hier runter? Ja, hier ist er. Ich werde dich... Nein. Komm mit. Ist schon in Ordnung. Komm. Also, ich muss nicht unbedingt. Aber ich? Na gut. Dad, komm, du darfst ruhig weitergehen. Ich muss nicht. Nein, Elisa, vorgehen. Hast du gerade Dad gesagt? Ist das ein Mann? Diese Preise, was glaubst du? Hey, Mom. Was ist? Siehst du die Person da, die mit den grauen Haaren? Hm? Ich glaube, das ist ein Typ, die hat ihn eben Dad genannt. Ja, wirklich. Verzeihen Sie, sind Sie ein Mann? Denn hier ist die Damentoilette. Ja, dessen sind wir uns bewusst, danke. Sir, ja, Sir, haben Sie mich verstanden? Das hier ist die Damentoilette und Sie sind ganz offensichtlich ein das Mann. Das ist mein Vater und er ist eine Frau und er darf genauso wie Sie diese Toilette betreten. Nein, hier darf er nicht rein. Und wissen Sie was? Ich werde den Sicherheitsdienst rufen. Ja, hier sind junge Frauen, die Sie damit traumatisieren. Reden Sie vielleicht von den kleinen kichernden Schlampen neben Ihnen? Die sind doch was schon voll haben Sie traumatisiert. Gesagt? Jetzt hören Sie aber auf, so über meine Töchter zu reden. Dann reden Sie nicht so über meinen Vater. Das darf doch nicht wahr sein. Ihr Vater ist ein Perversling. Sie sind eine Scheißfotze. Sie auf uns zu beleidigen. Verschwinden Sie endlich. Wolltest du nicht auf die Toilette? Nein, ich muss nicht. Lass uns gehen. Schönen Tag noch. Alles in Ordnung? Jetzt schon. Oh Gott, warum macht das denn ausgerechnet jetzt? Warum hat er wohl so lange gewartet?